Willkommen, werte Community. Drei Pimps aus dem Lande werden jetzt Hashtag mega krasse Kommentare kommentieren. Nom, nom, nom. Ihr wart schon wieder ganz schön YOLO diese Woche und damit herzlich willkommen zur Kommentare Kommentiershow. Yeah, das erste Mal geschlagen. Yo. Hallo und herzlich willkommen, der Philipp ist gerade scheißen. Drum ist er nicht da. Ah, der kommt gleich. Und ja, wir sind hier und wollen natürlich Kommentare kommentieren zu unserem letzten Video. Sieben Dinge, die heute scheiße sind. Wie der Philipp. Wir gucken mal rein. Ach, was für ein wundervoller Morgen. Ich freue mich auf jeden Moment meines Lebens. Jetzt kommen wir von Scheiße zu etwas Coolem. Und was zwar wollen wir eine geile Ankündigung machen. Atme einmal durch. Oh, sie ist schwul. Nee, natürlich nicht. Aber wir gehen nächstes Jahr wieder auf Tour. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns, wir sind jetzt schon wieder aufgeregt. Wir werden in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und einmal in Luxemburg sein. Also wird so ein kleiner Roadtrip für uns. Ja, genauere Informationen gibt es für euch dann auf Eventen. Da kann man die Karten ab Freitag vorbestellen, ab dem 16. Mai und ab Montag dann an allen Vorverkaufsstellen. Genau, wird richtig fett. Wir pimpen die Show noch ein bisschen auf und wir haben solche Balls danach und haben richtig Bock auf euch. Okay, es war jetzt irgendwie mit dicken Balls und komm, Bock wir, auf wir euch. Machen mal wir machen mal Kommentare. Mr. Borginator, ich glaube, da muss ich mich noch ordentlich kurz pimpen. Die Qualität des Videos tangiert mich eher peripher, aber ich würde es schon als erwähnungswert empfinden, dass ich das Video als gelungen ansehe. Oh, Mr. Borginator. Hört. Ja, Mr. Das finden wir natürlich sehr cool, dass du dich da so schön mal ausdrücken kannst, weil sonst liest man einfach nur, boah, ihr seid so fotzen Scheiße und sowas. Also, das war zu einem Beispiel. Geehrt. 049. Conchita? Bist du das? I just wanna make love to you. Wer ist denn das? Conchita. Conchita Wurst? Ach so, das Wurstgesicht da von ESC. Das Bartgesicht. Das war mal cool, dieses Bart und ja, jetzt ist es langsam ist echt Mainstream. Out. Es gab sogar einen Track, der irgendwie von Frankreich, der hieß ja Moustache. Dann gab es jetzt hier, der Bart stand irgendwie voll im Vordergrund beim ESC. Wir alle, wir tragen den schon, bevor es so Mainstream war. Ja, die Conchita hat mich auch angeschrieben und meinte, ey, ich habe deinen Style geklaut, ist das okay? Und dann habe ich gesagt, ja, du schaust viel tuntiger aus, das sehe ich schon geil. Könnte OG jemand mal das Prinzip von Hosen erklären? Okay, oh, ist ganz leicht, man hat sie an und nicht aus. Ja, warum? Hä, hey, aber es war, ich saß auf dem Klo, TC. Sitzt du mit Hose auf dem Klo? Ja, ich habe ein Loch in der Hose immer, schaut. Zensiert! Ah! Oh, wir haben es halt mit dem Arsch ein Scheiß-Thema, shit. Was heißt, ich habe ein Problem? Andere Leute sehen das als Problem. Ich sehe es ja als normal, auf dem Klo keine Hose anzuhaben, beim Echo eine Jogginghose anzuhaben. Ihr meckert immer. Oh nein, das ist zu edgy, das geht nicht, du bist voll out of control. Der Ost trägt ja sogar Jogginghosen beim DVD-Schauen, ey. The pizza is back. Aber warum ist das auf Englisch, wenn der aus Deutschland ist? Ah, weil er cool sein will. Ja, du hast ja auch ein Stückchen dir genommen, habe ich halt gesehen in den Kommentaren. So Hunger. Kleiner Frechdachs, du. Da wir Hunger haben, könnten wir auch einfach die Dönermaschine hochholen und uns einen Döner machen. Hast du Fleisch dabei? Kleiner Frechdachs, du. Nee, aber eine Dönermaschine. Ja, dann steck mal deinen türkischen Pimmel da oben an, da aus Döner. Ja, Philipp ist zurück, entleert und jetzt geht's weiter mit den Kommentaren. Erstens Schule, zweitens Schule, drittens Schule, viertens Schule, fünftens Schule, sechstens Schule, siebtens Schule. Momo, bist du dir sicher, dass Schule jetzt schlimmer ist als früher? Ich meine, früher wurde man geschlagen in der Schule, dann war das alles viel strenger. Jetzt sitzt ihr alle im Unterricht in der letzten Reihe, habt euer Handy unter der Bank, seid immer in WhatsApp und immer am Facebooken und stimmt, Bilder und Apps spielen und so. Keine Ahnung, ich bin ja aus dem Alter raus. Die Jugend von heute. Was ihr immer macht, die Jugend von heute. Ich hab sogar noch bei so einem Ausflug mal von meiner Lehrerin, weil ich vorgerannt bin, kam die und war total sauer auf mich und hat mich an beiden Ohren hochgezogen. Kleiner Frechdachs, du. Alter. Das hab ich noch mitbekommen, ja. Ey, früher, als man noch anständig per SMS Schluss gemacht hat und ich einfach so einen Facebook-Status geändert habe. Nee, ganz früher hat man dann einfach eine Brieftaube oder so oder irgendwas losgeschickt. Ich mach und dann Schluss. Dauert das so lang, dann ist man schon wahrscheinlich bei der Person und dann hat die noch gar nicht die Nachricht bekommen, dass man eigentlich Schluss gemacht hat. Ja. Oder per Rauchzeichen. Der andere hat sich angesprochen gefühlt und hat dann geweint und sich umgebracht.
Wahrscheinlich. Oder da haben sich dann einfach viele so, und da haben auch irgendwelche anderen das falsch interpretiert, haben den Krieg angefangen, weil irgendwie irgendwo das für Krieg steht, so ein Rauchzeichen. Oder die Höhlenmenschen haben in Höhlen Bilder gemalt mit "Ich mach Schluss" und dann haben sie der Frau gesagt, wo sie die Höhle findet, und meistens hat die Frau das dann nicht überlebt, weil da so schlimme Schneestürme war. Das kann auch sein. Jetzt kommen wir zum Kommentarwitz der Woche. Was ist 3, blond, braun, schwarz, waren früher besser und tun sich nicht selbst in das Video "Dinge, die heute scheiße sind" rein? White Titty! Alter, war echt geil! Aua. Kann ich euch mal den dressierten Affen mieten, eure Sketche schreiben? Ich weiß nicht, warum ihr auf mir immer so rumhackt, ey, ganz ehrlich. Das war nicht wir. Ja, das war der Affe. Es wird gut, Leute. Ihr müsst am Freititag auf jeden Fall einschalten. Der ist gar nicht. Es kommt nicht Pokémon im Real Life. Echt? Oh, Spoiler! Mann, Spoiler! Kleiner Frechdachs, du. Das wird geil. Es kommt ein Real Life Let's Play. Mehr verraten wir nicht. Also, Leute, fang mal an. Kommentare kommentieren. Was steht an? Cool, oh. Kind. Philipp, wir haben schon alle. Das war sau anstrengend, wir drehen schon seit 2 Stunden. Ihr hättet mal auf mich warten können. Gut, dann möchte ich diesen Cool-Kind-Kommentar aber in allen Ehren vorlesen. Das darfst du. Du kannst aber vorher auch mal noch sagen, hier, was es für Videos gibt. Und zwar die Extras hier, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Von ja, die waren ja voll lame. Oh, die waren voll geil. Ey, warst du eigentlich nackt schon wieder aus? Ich war nicht nackt. Und wieso warst du schon wieder nackt? Mann, ich sitze halt auf dem Klo. Und hier nochmal das spannende Wiki-Battle zwischen Taddle und mir. Für alle, die es nicht nackten sehen wollen, aber jetzt TC. Deinen letzten Kommentar hier vorlesen. Komm. Macht mal 10 Dinge, die besser wären, wenn das Leben ein Spiel wäre. 10 Dinge, die besser wären, wenn das Leben ein... Ey, das Leben ist ein Spiel. Let's Play. Eben. Das Leben ist ein Spiel. Ohne Game Over. Aber jetzt wird es echt zu philosophisch. Ich würde sagen, wir zeigen euch am Freititag tatsächlich, dass das Leben ein Spiel ist mit Pokémon in Real Life. Ja. Nicht. Spoiler. Sonst würde ich ja spoilern. Ja. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann am Freititag. Ciao. Haut rein. Ciao. Ciao.